Bitte an alle, die die Simson fahren, schreibt mal in die Kommentare, ob das noch normales Simson-Spiel ist oder ob man sich da schon Gedanken macht als Simson-Fahrer oder Fahrerin. Hi Leute und herzlich willkommen zurück hier in der Moped Factory. Ich glaube, es gibt keine Mofa-Moped-Marke, die sich so oft gewünscht wurde wie Simson. Momentan ist der Hype sehr groß und jetzt sind wir auch in den Genuss gekommen, mal was an der Simson zu machen. Ihr seht vor mir eine Simson-Schwalbe. Vielleicht sieht man ihr das Alter schon an und darum werden wir uns kümmern, was wir damit vorhaben, wie der aktuelle Zustand ist und alles andere zu dieser Simson erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Ich werde das Video in drei Kapitel unterteilen. Im ersten Kapitel rede ich mal kurz über den aktuellen Zustand, im zweiten, was draus werden soll und im dritten fangen wir dann schon mit dem Schrauben an. Also, wenn euch da eins mehr interessiert, könnt ihr in der Zeitleiste hin und her springen. Vorneweg, die Simson gehört nicht uns. Wir dürfen nur an der Schrauben die wieder fit machen, ein bisschen umbauen und unseren Spaß dran haben. Und damit habt ihr dann natürlich hoffentlich auch ein bisschen Spaß dran. Und ja, kommen wir direkt zum ersten Punkt und zwar dem aktuellen Zustand. Und ihr seht schon, eigentlich macht die schon was her. Also ich finde besonders, das Blau sieht richtig cool aus. Paar Teile fehlen, das ist aber nicht so schlimm, denn wir haben noch zwei Kisten voll mit Teilen. Da kann ich euch gleich noch ein paar Sachen zu zeigen. Ja, was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, auf jeden Fall die Felgen. Das ist sowas, da müssen wir uns auf jeden Fall darum kümmern, dass die wieder ein bisschen schöner aussehen. Reifen haben wir auch noch ein paar ganz besondere, die zeige ich euch auch gleich. Ich habe vergeblich nach einem Typenschild gesucht. Das ist wie gesagt unsere erste Simson, deshalb wusste ich jetzt auch nicht auf Anhieb, wo das ist. Natürlich gucke ich immer erst am Lenkkopf, aber da ist keins und hinten am Rahmen habe ich jetzt auch keins gefunden. Vielleicht entdecken wir es noch, aber das Kennzeichen, was drauf ist, ist von 1998 und demnach stand die jetzt schon ein bisschen länger. Also frischen Sprit rein und losfahren ist hier leider nicht. Wir nehmen die mal ganz auseinander und erneuern alle Verschleißteile und kümmern uns darum, dass sie dann wieder richtig fit auf die Straße kommen. Kommen wir zum zweiten Punkt und das ist halt noch viel spannender. Was soll überhaupt aus der Simson werden? Und da haben wir natürlich jetzt nicht ganz freie Hand, aber wir machen eigentlich genau das, was wir persönlich auch damit machen würden. Und zwar erstmal neue Reifen. Und ich hole mal ganz schnell einen, weil ich dachte mir schon, vielleicht kommen euch die hier bekannt vor. Das sind genau die, die wir auch auf unserer 100 km/h-Schau haben. Da waren die so breit, dass die gerade noch in den Rahmen gepasst haben. Man musste sogar ein bisschen abschleifen. Hier natürlich passt das alles besser, weil die ja für die Simson gemacht sind. Und das, finde ich, wird am Ende richtig gut aussehen mit dem blauen Lack. Und passend dazu auch noch die Kunststoffteile in beige. Und ich habe gesehen, also wir haben noch zwei Sitzbänke da und einen Bezug. Und ich glaube, den haben wir auch in beige. Das heißt, das wird nachher so ein Umbau optisch, dass quasi der Lack so bleibt. Natürlich werden die rostigen Stellen ein bisschen bearbeitet, aber dass es grundsätzlich so bleibt und im Kontrast dazu halt diese neuen beigen Kunststoffteile und die Weißwandreifen. Also ich glaube, dass es lässt sich am Ende optisch auf jeden Fall sehen. Besonders mit den Weißwandreifen, das würde mir, glaube ich, richtig gut gefallen. Es gibt immer noch so ein, zwei Sachen, die wir vielleicht dann nochmal bestellen müssen, wie diesen Schalter und sowas. Habe ich jetzt noch nicht gefunden in den Kisten. Und ja, dann natürlich vielleicht noch so Zündkerzenstecker, also so Kleinzeug. Und natürlich schauen, was wir an Verschleißteilen dann noch neu machen. Vergaser haben wir einen Bing-Vergaser. Das ist natürlich nicht mehr der Originale. Aber wie ihr wisst, gibt es an diesen ganzen Ostmopeds immer mal so ein, zwei Teile. Die kann man auch getrost mal ersetzen durch ein bisschen hochwertigere Teile, um einfach langfristig ein bisschen mehr Spaß an dem Ganzen zu haben. Ja, also das ist das, was am Ende aus der Simson werden soll. Also kein extremer Custom-Umbau oder sowas, sondern einfach nur ein optisch sehr ansprechendes Moped, was technisch wieder einwandfrei ist. Kommen wir jetzt endlich zum spannenden Part. Ich bin schon die ganze Zeit gespannt. Wie gesagt, es ist unsere erste Simson und wir hatten jetzt noch nicht so viel mit Simson zu tun. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich nehme erstmal die Verkleidung ab und dann gucken wir uns das Ganze mal von unten an. So, ich glaube, hinten ist auch schon lose.
Man muss ja sagen, wenn einmal die Verkleidung ab ist, dann sieht die Schwalbe natürlich auch nicht mehr so hübsch aus. Aber dafür ist die Verkleidung ja auch da. Also, auf den ersten Blick sieht das hier eigentlich alles ganz gut aus. Ich guck mal. Schon gute Kompression auf jeden Fall noch. Ja, bin ich mal gespannt. Die vordere Verkleidung kann man ja wahrscheinlich auch noch komplett abnehmen. Ja, jetzt sieht das Ganze schon richtig schön leer aus. Ich mache direkt noch die Trittbretter ab. Dann kommen wir besser an den Motor. Aha. Wunderbar. Soweit, so gut. Ich mache jetzt mal ein bisschen andere Kameraperspektive und dann schauen wir uns den Motor mal von da an. So, hier sieht er jetzt den Motor aus der Nähe. Er sieht erstmal ganz gut aus. Er hat auf jeden Fall auch noch Kompression. Ich habe aber das Gefühl, so ganz super hört sich das nicht an, aber das ist halt auch eine Simson. Da müssen wir erstmal vorsichtig sein. Vielleicht sind wir hier einfach andere Qualität gewohnt, ohne dass ich jetzt den Simson-Fahrern auf die Füße trete. Ansonsten werde ich jetzt gleich den Motor ausbauen. Dafür muss ich noch die Zündung oben abstecken. Auspuff machen wir noch ab und dann nehmen wir den Motor im Ganzen raus. Was mich bisher am meisten interessiert, ist diese Luftfilterkastenkonstruktion, die dann die Luft oben sich herholt. Spannende Lösung. Warum man das so gemacht hat, verstehe ich noch nicht ganz, aber da werde ich vielleicht noch drauf kommen. Ja. So, jetzt können wir hier reingucken. Ich mache jetzt die Lampe mal ab, den Scheinwerfer. Kleiner Tipp, wenn ihr sowas macht, macht immer Fotos vorher. Ihr werdet dann merken, warum. Zum Zündschloss. Und einmal hier in den rein. Okay. Da würde ich gleich erstmal die Zündseite vom Motor abmachen und gucken uns das mal an, bevor ich da jetzt was rausstecke, weil es gibt vielleicht auch smarte Lösungen. Das machen wir jetzt mal als nächstes. So, hier vorne an der Schraube sind wir jetzt schon dem ersten Pfusch auf die Spur gekommen. Ich hatte mich schon gewundert, warum da zwei Muttern übereinander sind. Und man sieht es jetzt hier. Die untere war halt komplett überdreht und die zweite einfach so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn draufgesetzt. Ich musste das leider mit der Flex aufschneiden, weil sonst wäre ich da nicht dran gekommen. Aber gut, Schraube ist raus, jetzt fehlt noch vorne die und dann können wir den Motor rausheben. Ja, soweit so gut. Der Motor ist jetzt ausgebaut und liegt hier auf dem Tisch. Was wir jetzt schauen ist, ich habe hier ein starkes Klackern und es hört sich sehr an, als wäre es das Pleuellager. Deshalb machen wir jetzt gleich den Zylinder runter und gucken uns mal an, ob das Pleuellager Spiel hat, ob es daran liegt und wie sich sonst so die anderen Lager anhören. Bis auf die eine Schraube hatten wir bisher gar keine Probleme, das Ganze auseinanderzubauen. Und ich hoffe, es geht jetzt hier so weiter. Also, ich hole die Kamera mal ran und dann nehmen wir den Zylinder runter. So, das schauen wir jetzt mal. Also, wir haben hier noch die Haube außen drum. Machen wir hier einmal Zehnernuss. Und auf der anderen Seite
ist das ja scheinbar hier mit dem ganzen Deckel zusammen. Das bedeutet für uns jetzt aber wiederum, dass wir den ganzen Deckel abnehmen müssen. Und der wiederum, für den wiederum müssen wir das Polrad abnehmen. Jetzt hatte ich gerade schon das Video beendet, also die Aufnahme, weil ich dachte, ich habe keinen passenden Polradabzieher. Und dann habe ich rausgefunden, dass das einfach nur das Lüfterrad ist, was da noch draufgesetzt wird. Und dementsprechend müssen wir das Polrad jetzt gerade noch gar nicht abmachen. Da können wir uns dann drum kümmern, sondern können jetzt einfach hier so den Deckel abnehmen. Und ab. Ich bin nochmal gespannt, ob da noch Öl drin ist, aber das werden wir dann rausfinden. Jetzt sieht man hier diesen kleinen niedlichen Zylinder. Man erwartet irgendwie Größeres. Aber gut. So. Hier sind wir mal lieber ganz vorsichtig. Eine, zwei. Drei. So, dann gucken wir mal rein. Ich finde, der Zylinder sieht noch echt gut aus. Sollen wir auch mal von nahem angucken. So. Das ist nicht das Pleuellager. Das ist. Okay. Es ist nicht das Pleuellager, das ist ja schon mal gut. Also eine neue Welle brauchen wir vermutlich nicht. Ich mache jetzt den Kolben mal runter, weil ich habe das Gefühl, dass das Lager, was da auch drin rasselt. Also ich mache mal schnell den Kolben ab. Okay, da gehören dann so Passscheiben vermutlich rein. So, ich habe ja die Kupplung aufgemacht und das war definitiv, also die Kupplungsseite, und es war definitiv die richtige Entscheidung. Also man sieht jetzt hier, dass das Klackern vom Kupplungskorb und dem Primärrad kommt. Ich weiß nicht, ob das normale Simson-Passung ist, kann ich mir schon vorstellen. Hier ist alles ein bisschen klapprig. Dann habe ich hier ein Stück Metall drin gefunden. Bisher überzeugt mich das tatsächlich nicht so von der Qualität, aber vielleicht wird das ja noch besser. Das Stück Metall sollte hier unten herkommen. Ja, das ist hier von der Feder abgebrochen. Also da ist normal das so drin und war das dann falsch rum verbaut? Ah ne, da ist noch der Haken drin. Okay. Gut, das muss auf jeden Fall neu. Das wissen wir jetzt schon mal. Bitte an alle, die Simson fahren, schreibt mal in die Kommentare, ob das noch normales Simson-Spiel ist. Oder ob man sich da schon Gedanken macht als Simson-Fahrer oder Fahrerin. Würde mich interessieren. Ansonsten bin ich jetzt hier soweit erstmal durch auf der Seite. Ich mache den Deckel sicherheitshalber nochmal drauf, dass kein Dreck reinfällt. Ja, genau. Und dann melde ich mich nochmal aus der Entfernung. So, kleines Tagesfazit. Also, mich hat die Qualität von dem Simson-Motor bisher nicht so überzeugt. Ihr habt es gesehen, die Feder, da ist ein Stück abgebrochen. Das lag jetzt einfach so drin. Es ist bestimmt auch ein paar Mal schon in die Kupplung reingekommen. Die Kupplung wiederum hat relativ viel Spiel zum Primärrad. Das klackert sehr laut, ist natürlich jetzt auch kein Öl drin. Aber trotzdem, ich weiß noch nicht. Also der Motor muss mich noch überzeugen. Ansonsten hat die Simson mich schon überzeugt, so vom Aufbau bisher. Und es macht auf jeden Fall Spaß dran zu schrauben. Im nächsten Video schaue ich dann, dass ich alles für den Motor besorge, wir den Motor fertig machen und uns schon an so ein paar Anbauteile begeben. Vielleicht schon mal an die Räder, weil die machen nochmal richtig viel Arbeit. Aber dafür auch einen richtig großen Unterschied. Also, das war's von mir für heute. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, schaut euch eine Playlist von uns an, abonniert uns gerne, das freut uns immer sehr, aktiviert vielleicht noch die Glocke und genau, wenn ihr kostenlose Anleitungen sucht, dann auf www.der-schrauberling.de, da gibt's bald auch Sachen zur Simson und damit verabschiede ich mich von heute. Bis zum nächsten Mal, ciao.